Auf drei wirst du einschlafen und dich an nichts erinnern. 3, 2, 1. So oder so ähnlich stellen wir uns vermutlich eine Hypnose vor. In diesem Video wage ich das Selbstexperiment und werde mich professionell hypnotisieren lassen. Doch mehr dazu nach dem Intro. Die meisten von euch stellen sich eine Hypnose, vermutlich wie auch ich, vor, dass jemand auf der Bühne steht und einen freiwilligen Zuschauer zu einem Äffchen verwandelt. Doch es gibt verschiedene Arten einer Hypnose. Das, was ich in meiner Vorstellung habe, das ist die sogenannte Showhypnose. Wie der Name es schon sagt, hier ist meistens mehr Schein als Sein dahinter. Weiterhin gibt es das Hypnose-Coaching. Dabei soll die Hypnose zu einer Lebensverbesserung führen. In der Regel liegt der zeitliche Horizont dieser Hypnose auf sehr kurzfristige Zeiträume. Beim Hypnose-Coaching soll eine Lebensverbesserung erwirkt werden. Die Themen dabei liegen eher in der Kurzzeit. Die Hypnosetherapie soll bei der Verbesserung von psychischen Problemen wie Ängsten, Phobien, Zwängen oder Angstzuständen dabei helfen. Die medizinische Hypnose kommt dann zum Einsatz, wenn es um Schmerzkontrolle oder Schmerzabschaltung geht. Doch um wirklich zu verstehen, was Hypnose eigentlich ist und wie es auf mich persönlich wirkt, mache ich mich jetzt auf den Weg zu Alexandra. Alexandra arbeitet als professionelle Hypnotiseurin und wird mir einige Fragen zu dem Thema beantworten. Anschließend wird sie mich selbst in Hypnose versetzen. Wir sehen uns dann gleich in der Praxis von Alexandra. So Leute, ich bin jetzt in der Praxis angekommen. Ich habe hier neben mir die Alexandra. Alexandra, stell dich doch kurz vor für die Leute, die dich noch nicht kennen. Ich bin die Alexandra Holste, ich bin Hypnosetherapeutin und Coach und ich bin jetzt hier mit Arthur in der Praxis. Alexandra wird mich gleich hypnotisieren. Bevor wir dann loslegen, wird Alexandra mir die ein oder andere Frage beantworten. Ich denke mal, die ein oder andere Frage habt ihr euch auch schon gestellt, weil Hypnose ist erstmal ein Thema, die meisten von uns haben ja keinen direkten Kontakt damit. Deswegen, falls es für dich in Ordnung ist, würde ich sagen, lass uns mit dem Interview starten. Absolut. Perfekt. Ich habe so persönlich eine Vorstellung, wie eine Hypnose abläuft. Wahrscheinlich so ein bisschen durch Hollywood geprägt. Kannst du, wenn du jemanden hypnotisierst, ihn zu allem zwingen, quasi zum Äffchen werden oder sowas? Nein, kann ich nicht. Okay. Weil es ist so, dass das Unterbewusstsein lässt immer genau diese Trance-Tiefe zu, die für den Menschen richtig ist. Und er hat keinen Kontrollverlust, niemals, zu keinem Zeitpunkt. Und würde niemals solchen Anforderungen oder Anweisungen folgen. Das würde nicht passieren. Ist man willen oder wehrlos während der Hypnose? Man ist niemals willenlos und auch niemals wehrlos. Es ist so, dass das Unterbewusstsein würde das gar nicht zulassen. Es ist so, dass es genau für dich so passend ist und dass du jederzeit auch keine Kontrollmechanismen verlierst. Du wirst alles mitbekommen. Ich könnte also nicht sagen, spring jetzt aus dem Fenster oder mach irgendwas schwer zu Mohn oder sowas. Gar nicht. Das funktioniert nicht. Bei der therapeutischen Hypnose wurde gemerkt, ja, das ist ein Unterschied. Es gibt noch die Showhypnose, die einen ganz anderen Ansatz hat, die sehr wohl auch funktioniert. Da könnte ich zum Beispiel jetzt zu dir sagen, du vergisst jetzt die Zahl 7. Und dann würdest du die Zahl 7 vergessen für eine gewisse Zeit. Die würde dann auch wiederkommen. Das funktioniert schon. Ist aber jetzt in dem therapeutischen Kontext sinnlos. Weil da hätten wir keinen Effekt damit. Das heißt aber, bei der reinen Showhypnose kann man eine Person schon gegen seinen Willen zu etwas zwingen. Ja, wobei auch da ist es so, dass diese Hypnotiseure, die das gelernt haben, auch wie man eine Showhypnose einsetzt, sehr genau schon im Publikum sehen, wer ist suggestibel und wer nicht und wer ist besonders suggestibel. Das können die sehr gut einschätzen. Und da gibt es große Unterschiede. Und dieser Mensch hat schon im Inneren dann auch eine Bereitschaft dazu. Und dann geht es bei manchen viel leichter. Bei manchen wird es wahrscheinlich auch nicht funktionieren. Aber in der Regel sind das die, die auf die Bühne dann wollen. Da funktioniert das meistens auch ganz gut. Damit beantwortest du tatsächlich schon meine nächste Frage. Das heißt, manche Menschen sind mehr empfänglich für eine Hypnose als andere? Ja, schon. Besonders was jetzt diese Art von Hypnose betrifft. Jetzt zu mir kommen ja Menschen mit anderen Themen. Die wollen ja keine Showhypnose, sondern die haben in der Regel Ängste, Phobien, Flugangst, Spinnenphobien, Höhenangst, Zahnarztphobien oder auch generalisierte Angststörungen. Und diese Menschen, da funktioniert das anders. Da ist das nicht so eine tiefe Trance wie in der Showhypnose, sondern es ist mehr eine leichte Trance, die so vergleichbar ist mit dem, wenn man morgens aufwacht. Man ist noch nicht ganz wach, aber man schläft auch nicht mehr. So ein Zustand. Man bekommt aber alles mit. Und wir sind auch in Kommunikation während der Hypnose. Ich stelle Fragen auch, also man kann auch miteinander reden. Was spürt oder fühlt man während der Hypnose? Also während der Hypnose spürt man erstmal eine sehr tiefe Entspannung. Es ist sehr angenehm, es ist sehr wohltuend, in so eine tiefe Entspannung zu gehen, weil wir ja oft so im Laufe des Tages nicht so entspannt sind. Und das Unterbewusstsein
ist dann stärker als das Bewusstsein. Kann ich während einer Hypnose sterben oder irgendeinen Schaden davon ertragen? Nein, absolut nicht. Okay. Das passiert, kann nicht passieren. Also gar kein Risiko. Auch selbst wenn man in einer Hypnose gesagt bekommt, dass man seinen Namen vergisst, würde der Name wiederkommen. Sehr gut. Das ist kein Problem. Falls nicht, sage ich mal meinen Namen Arthur. Kann ich interessieren. Okay. Kann man für immer in einer Hypnose stecken bleiben? Nein, auch das ist nicht möglich. Du kannst in keiner Hypnose stecken bleiben. Weil spätestens, wenn du Hunger hast oder Durst hast oder auf Toilette musst, wäre die Hypnose beendet. Das heißt auch bei dieser Show-Hypnose, wo quasi auch gegen den Willen etwas passieren kann, auch da kannst du nicht stecken bleiben? Nein. Die Menschen würden nicht auf Dauer wie Hunde auf der Bühne gackern oder wie ein Brett zwischen zwei Stühlen liegen. Das würde die Muskelkraft gar nicht machen. Gut, das beruhigt mich jetzt ein bisschen. Nein, das passiert nicht. Das ist immer nur kurz, temporär. Und der Körper regeneriert sich dann wieder. Aber sinnvoll ist es natürlich, wenn man den Leute vorher wieder rausholt. Ist besser. Das heißt jetzt aber, um diesen Vergleich zwischen Show-Hypnose zu ziehen, läuft die Hypnose, also diese Show-Hypnose, anders ab oder ist sie intensiver, weil quasi auch der Willen des Menschen überlistet wird? Ja, sie ist ein Stück weit intensiver, das stimmt, ja, und sie geht in manchen Dingen tiefer. Ich muss allerdings sagen, dass ich auch Elemente aus der Show-Hypnose teilweise nehme, einfach um jemanden, der sehr im Kopf ist, und es gibt ja Menschen, die sind sehr rational und haben auch ein großes Problem, sich zu entspannen, und da habe ich teilweise auch Elemente, um den Menschen tiefer in Entspannung zu kriegen. In einer kurzen Zeit benutzt man auch manchmal solche Elemente. Die nächste Frage ist, kann ich zu jedem Thema hypnotisiert und behandelt werden? Nein, nicht zu jedem. Also zum Beispiel Hypnose wirkt sehr gut bei Ängsten, Phobien, wie zum Beispiel bei Flugangst, Höhenangst, Zahnarztphobien, Spinnenphobien. Es wirkt auch sehr gut bei Rauch-zu-Rauch-Entwöhnung, ist auch eine sehr gute Sache. Bei Übergewicht funktioniert es super gut. Ich mache auch noch bei starkem Übergewicht eine Magenbandhypnose. Ist auch sehr effektiv. Da wird sozusagen ein imaginäres Magenband eingesetzt und der Mensch hat dadurch deutlich weniger Appetit. Und das sind so die Themen, wie auch noch leichte Depressionen, Selbstwertthemen, funktioniert das auch sehr gut. Ich habe noch so eine Frage gestellt. Kann man eine Hypnose dafür nutzen, um quasi einen Lügentest zu machen? Das heißt, um als Beispiel herauszufinden, hey, betrügt mich mein Partner oder dass die Polizei das zum Beispiel nutzt? Spannende Frage. Habe ich mir noch nie gestellt, die Frage. Wäre vielleicht eine Möglichkeit, da einen anderen Weg einzuschlagen beruflich? Wäre mal eine Möglichkeit. Kann sein, dass es funktioniert. Kann ich jetzt nicht hundertprozentig wissen, weil ich es noch nie gemacht habe. Ist eine Frage, glaube ich, wie weit man mit dem Unterbewusstsein arbeitet, wie weit das Unterbewusstsein dann Antwort gibt. Aber es wäre mal ein Versuch, wäre sicher ein spannender Versuch. Dann nicht mit mir. Das können wir mal ausprobieren. Gerne. Welchen Menschen würdest du eine Hypnose empfehlen? Ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, Menschen, die Angststörungen haben, generalisierte Angststörungen, das sind so weitläufige Angststörungen, die sich auf mehrere Gebiete beziehen. Menschen mit Phobien, ganz besonders Menschen bei Flugangst, bei Höhenangst, bei Spinnenphobien. Solche Phobien, Sozialphobien auch, die das Leben sehr stark einschränken. Dafür würde ich das empfehlen, zur Raucheinwöhnung auch und zur Gewichtsabnahme auch. Du sagst gerade Spinnenphobie, also ich habe selbst eine sehr extreme Spinnenphobie, die ich aber vermutlich gar nicht behandeln lassen möchte, weil ich möchte diesen Dingen gar nicht näher kommen, auch in Zukunft. Das heißt aber, es wäre schon möglich, dass man mich mal in die Hypnose versetzt und ich anschließend weniger oder gar keine Angst mehr vor Spinnen habe? Wenn du das willst, ja. Okay. Also es wird nicht so sein, dass Spinnen jetzt zwingend deine Lieblingstiere werden, das nicht, aber du wirst keine Angst mehr haben vor den Spinnen. Die Spinne wird eher zu etwas Neutralem. Und wenn man zum Beispiel eine Hypnose durchführt, kann man auch mehrere Themen einpacken, also zum Beispiel eine Spinnphobie, eine Rauchentwöhnung und eine Abnahme. In einer Hypnose nicht, nein. Das müssten dann verschiedene Themen, da müsste man dann verschiedene Sitzungen machen. Okay. Gut, Alexander, hast du während deiner Arbeit als Hypnotiseur mal was Witziges erlebt oder eine sehr lustige Geschichte gehabt, die du den Zuschauern erzählen möchtest? Ich hatte einmal eine Frau mit Übergewicht und die wollte eine Hypnose zum Abnehmen. Und ich frage immer parallel einfach auch so nach der Ernährung, weil es interessant ist, wie Menschen sich ernähren und weil sie ja auch, wenn sie die Hypnose gemacht haben, auch
trotzdem ihre Ernährung umstellen. Es soll leichter gehen dann. Und ich fragte sie so, was sie so isst abends. Und sie sagt, ich esse abends Wurstsemmel. Und dann habe ich gesagt, okay, ob sie nicht vielleicht eine Alternative hätte. Und wie wäre es denn abends mit einer Suppe? Und sie gesagt, das ist eine super Idee. Heute Abend esse ich eine Suppe mit der Wurstsemmel zusammen. Bevor es dann gleich mit der Hypnose losgeht, hast du auch einen Plan für mich vorbereitet, so wie ich das verstanden habe? Okay, das ist sozusagen die Vorbesprechung. Genau. Ich muss ja wissen, um was es geht und was du für ein Thema hast. Und dann mache ich mir ein paar Notizen dazu und dann steigen wir ein. Dann erzähl doch mal, was beschäftigt dich? Was ist der Grund, weshalb du heute hier bist? Also ich habe tatsächlich lange überlegt, was für ein Thema ich mir vornehme. Auch diese Spinnphobie war ganz kurz in meinem Kopf. Ich habe aber für mich überlegt, ich arbeite in der Regel sehr viel. Ob das jetzt Content-Erstellung ist, wie jetzt gerade, oder ob das jetzt mit meinen anderen beruflichen Tätigkeiten zusammenhängt. Und das ist manchmal so, dass ich morgens aufwache, erstmal so einen inneren Schweinehund bei mir verspüre. Das heißt, ich bin erstmal nicht so sehr motiviert, wirklich direkt nach dem Aufwachen loszulegen, zu arbeiten. Manchmal brauche ich dann so 2-3 Stunden, bis ich wirklich die Motivation finde, aufzustehen, Dinge zu erledigen, wirklich produktiv zu sein, Videos zu erstellen, etc. etc. Das heißt, ich würde mir da persönlich wünschen, eine Hypnose zu bekommen, um quasi diesen inneren Schweinehund so ein bisschen bekämpfen zu können. Also du würdest gerne morgens praktisch aus dem Bett springen und gleich loslegen? Das ist das Optimum. Und wie viele Stunden am Tag arbeitest du so? Was machst du so alles? Auch das ist sehr unterschiedlich. Also wenn ich wirklich mal so einen Tag habe, wo ich komplett durcharbeite, sind es ja zwischen 8 bis teilweise 16 Stunden, also ist auch sehr davon abhängig. Weil ich befinde mich gerade im sogenannten Monk-Mode. Monk-Mode bedeutet für mich persönlich, dass mein Alltag in den nächsten Wochen und Monaten eigentlich daraus besteht, dass ich nur zum Sport gehe einmal täglich, dass ich quasi auch meditiere, dazu aber in einem anderen Video mehr, und dass ich dann wirklich die restliche Zeit versuche durchzuarbeiten. Aber wie gesagt, manchmal fällt es schwer, direkt damit anzufangen. Und dadurch verschiebt sich meine Arbeitszeit mehr in die Nachtstunden. Und wie viele Stunden sind das morgens so, die du brauchst, bis du dann loslegst? Also ich würde sagen, so die ersten 1-2 Stunden mache ich in der Regel wenig bis gar nichts. Dann fange ich so ein bisschen an zu arbeiten, aber auch noch nicht so 100% konzentriert. Und ich sage mal, nach so 4-5 Stunden, bis ich dann wirklich so auch auf die Uhrzeit mal geschaut habe und gemerkt habe, okay, langsam drängt, dann steckt halt wirklich das ein. Und ich sag mal, auch zum Beispiel Videos produzieren ist auch manchmal so, ich produziere am einen Tag irgendwie mehrere Videos, nehme mir vor, am nächsten Tag wieder Videos zu produzieren und zu schneiden, aber bin dann doch zu motiviert und verschiebe es quasi immer um einen Tag nach hinten, bis ich gar keinen Content mehr habe und quasi gezwungen bin, an diesem Tag was zu machen. Und wie viel schläfst du so? Mal so als Frage. Das ist bei mir. Vielleicht hast du ja auch so ist es auch eine Erschöpfung, einfach, dass du mal diese Ruhe brauchst. Könnte das auch sein? Das ist bei mir sehr unterschiedlich. Also, ich sage mal, ich kann schlafen so zwischen 5 bis 6 Stunden. Es gibt aber auch Tage, schlafe ich einfach mal 10 bis 12 Stunden. Ich sage mal, wenn ich nicht aufstehen muss, wenn ich nicht etwas vorhabe, dann schlafe ich einfach durch meine 10 Stunden. Wenn ich aufstehen muss, gut, dann aufgrund dieser Geschichten, Termine, wie auch immer, stehe ich dann auf. Aber in der Regel gehe ich auch sehr, sehr spät ins Bett. Also, ich sage mal, 2 Uhr wäre schon das früheste, tendenziell 4, 5, teilweise 6 Uhr morgens. Und dann brauchst du halt eine gewisse Anlaufzeit, das war auch ein Stück weit normal, ne? Ja, also, wobei ich kann auch ein Beispiel machen, so in den letzten, sagen wir mal, 6 Monaten, da habe ich auch, also war ich bis 4, 5, 6 Uhr morgens wach, habe dann auch dementsprechend lange geschlafen, also bis in späten Mittagsstunden, war quasi auch schon wach, also, weil ich mir meine 10 Stunden Schlaf gegönnt habe, aber auch dann hat das trotzdem so ein bisschen erstmal gedauert, bis man da die Motivation gefunden hat oder diesen Antrieb. Was wäre jetzt dein Ziel heute oder was wäre so die beste Version von dir selbst, die du dir wünschst? Die beste Version von mir selbst. Also ich befinde mich in diesem Mangelmodus, wie gesagt, das heißt, dass ich versuche, die nächsten Monate einfach nur produktiv und effektiv zu sein. Die beste Version wäre, dass ich morgen aufwache und also wirklich bis ich dann irgendwann erschöpft und müde bin, eigentlich nur arbeite und Dinge produziere. Und nur mal so als Idee, und wenn du zwischendrin kleine Pausen einlegst, um wieder aufzutanken, das ist in Ordnung. Wäre sowas auch? Ja, so wie eine kleine Meditation zum Beispiel oder eine kleine Selbsthypnose, sowas in der Richtung, dass du einfach wieder tankst?
Definitiv, okay. Genau. Also das versuche ich auch irgendwie meinen Tag mit reinzubringen. Mhm. Das heißt, ich versuche auch täglich zu meditieren, täglich zu meditieren, circa 10 bis 15 Minuten, je nachdem, um quasi auch da einfach nochmal abzuschalten und ja, eine Stunde irgendwie Sport mit dem Tag einzubinden, um da auch nochmal so eine Pause zu haben. Aber was ich raushöre, also du würdest gerne morgens einfach schneller starten. Genau. Dass du wach wirst und dann einfach schneller produktiv bist, ja? Genau. Okay. Also bei mir ist auch, glaube ich, so ein Problem, liegt vermutlich auch so ein bisschen an der Generation. Wenn ich aufwache, hänge ich erstmal eine Stunde am Handy und gucke, was habe ich für Benachrichtigungen. Gehe auf Instagram, gehe auf, weiß nicht, TikTok und gucke, okay, was ist da jetzt passiert? Und das ist eigentlich so eine Stunde, die ich unnötig verliere, das ist mir auch bewusst. Nur ich kann nicht sofort stoppen. Also wenn ich dann loslege, dann hänge ich da auch erstmal. Also wäre vielleicht auch gut, so eine andere Routine zu finden. Ja. Oder ein anderes Morgenritual auch irgendwo zu finden. Ne? Dass, dass du dann anders startest vielleicht mit einer Meditation oder sowas. Oder anders startest einfach. Ne? Also alles, was hilft, dass Energie dann kommt. Mhm. Okay. Gut, dann können wir auch langsam starten. Schließ die Augen und fall 50 Mal so tief in die Entspannung. Und das geschieht von ganz alleine, während du im Hintergrund leise die Musik wahrnimmst. Kannst du dich immer tiefer und tiefer entspannen. Ganz von selbst. Und jetzt bitte ich dich darum, stell dir mal eine Situation vor, was du mir vorhin beschrieben hast, so einen Moment, wo du unzufrieden bist, weil du morgens so lange Zeit brauchst, bis es losgeht und du das Gefühl hast, dass du mehrere Stunden vergeudest und nicht so wirklich in deine Energie kommst. Und stell dir doch einfach mal vor, vielleicht war es heute oder gestern oder vor ein paar Tagen, so eine Situation, wie du morgens wach geworden bist und dann gehst du an dein Handy und dann kommt da nicht so richtig die Kraft und die Energie. Und spüre jetzt mal so, als wäre diese Situation jetzt gerade da. Pocht es an einer bestimmten Stelle am Kopf? Vielleicht oben. Wo? Oben. Auf dem Kopf, auf der Decke, auf der Schädeldecke, oder? Ja, sowas. Okay. Was ist das Gefühl, was da bei dir ist, wenn du dieses Pochen hast und diesen Stress spürst? Ärgernis. Ärger. Mhm. Okay. Stell dir jetzt mal vor, als würde dieser Ärger, dass du es heute schon wieder nicht schaffst, als würde dieser Ärger jetzt mal so ganz von dir eingeatmet werden. Stell dir das mal vor. Du würdest diesem Ärger jetzt mal so ein inneres Ja geben, würdest sagen, okay, Ärger, du bist sowieso da, weil immer, wenn das so ist, dann ärgere ich mich. Also will ich dich jetzt mal nicht loswerden, sondern du gibst dir mal so ein Ja und stellst dir mal vor, dieser Ärger, der strömt jetzt durch deinen ganzen Körper. So, es sind jetzt etwa 2 Stunden vergangen, seitdem die Hypnose stattgefunden hat. Ich bin mittlerweile zu Hause angekommen. Und möchte euch natürlich auch kurz berichten, wie ich mich fühle, wie ich mich auch während der Hypnose und vor allem auch jetzt fühle. Also fangen wir damit an. Wie habe ich mich während der Hypnose gefühlt? Ehrlicherweise während der Hypnose habe ich mich sehr entspannt gefühlt. Ich habe mich in einem Zustand gefühlt, den ich normalerweise aus der Meditation kenne. Das heißt, der Körper ist sehr, sehr, sehr entspannt. Die Muskeln sind absolut nicht angespannt, das heißt, sind komplett losgelassen. Man hat nichts Besonderes im Kopf, das heißt, man denkt tatsächlich nicht an irgendwelche Probleme aus dem Alltag oder was einen normalerweise so beschäftigt. Sehr viele Dinge, die Alexandra auch gesagt hat, die haben bei mir tatsächlich Bilder in meinem Kopf erzeugt. Das heißt zum Beispiel, sie hat gesagt, hey, stell dir vor, du bist an einem See und siehst dein eigenes Ich. Tatsächlich habe ich in diesem Moment einen See vor mir gesehen, den ich auch ihr beschrieben habe. Und ich habe versucht, mich selbst als jüngeres Ich dort wiederzusehen. Das ist mir nur teilweise gut gelungen, da ich nur tatsächlich ein Bild meinerseits gesehen habe und mich jetzt nicht wirklich in der 3D-Form neben mir stehend. Dennoch war alles sehr, sehr angenehm. Ich habe mich sehr wohl gefühlt während dieser Hypnose und ich hatte einige Bilder in meinem Kopf. Was wirklich sehr erstaunlich war, weil Alexandra hat mich nach gewissen Farben gefragt, zum Beispiel Farben von Emotionen oder generell nach den Emotionen, die ich verspüre.
Es kam mehr oder weniger sofort ein Gefühl auf und auch sofort eine Farbe. Also sie hat mich zum Beispiel gefragt, dieses morgendliche Unmotiviertsein, wie fühlt sich das an? Und für mich war das so eine Art lilafarbene Aura, die einen umgibt. So habe ich das auch empfunden, nachdem sie mich explizit danach gefragt hat. Das heißt, während dieser Hypnose habe ich wirklich sehr viele Bilder in meinem Kopf gehabt und auch wirklich Filme miterlebt. So, und wie habe ich mich nach der Hypnose gefühlt, beziehungsweise wie fühle ich mich auch jetzt? Alexandra hat mir während unseres Gesprächs gesagt, dass sich viele sehr benebelt und sehr schläfrig nach der Hypnose fühlen. Ich muss sagen, nachdem die Hypnose aufgehört hat, war bei mir genau das Gegenteil der Fall. Das heißt, ich war extrem wach. Ich war teilweise ein bisschen motiviert, würde ich es mal nennen. Also ich war komplett das Gegenteil von schläfrig sein. Ich hatte auch das Gefühl, dass meine Sinne, also so vor allem meine Wahrnehmung, dass mein Gehör, mein Sehnerv etc. alles viel stärker ausgeprägt war, wie es normalerweise ist, beziehungsweise wie es diese 40 Minuten vor der Hypnose waren. Auch nachdem ich dann die Praxis von Alexandra verlassen habe und zu meinem Auto gegangen bin, beziehungsweise nach Hause gefahren bin und auch hier angekommen bin, habe ich mich ja sehr wach gefühlt. Auch in den letzten 2 Stunden, die ich ja zu Hause verbracht habe, habe ich mich wach gefühlt. Ich muss sagen, ich habe mich jetzt nicht mehr motiviert gefühlt, etwas zu tun, weil darum ging ja quasi meine Hypnose. Also es war nicht so, dass ich aufgewacht bin und das Gefühl hatte, hey, jetzt muss ich was tun, jetzt muss ich arbeiten oder sowas. So war das jetzt nicht, aber ich war dennoch sehr wach. Ich möchte einfach jetzt mal die nächsten Tage abwarten. Das heißt, mal schauen, wie es morgen aussieht, wenn ich aufwache, ob ich direkt motiviert bin, loszulegen, wie es übermorgen aussieht, wie es vielleicht in einer Woche aussieht oder vielleicht auch in einem Monat. Wenn du, mein lieber Freund, auch gespannt bist, wie sich dieser Prozess in mir innerlich weiterentwickelt und ob diese Hypnose was gebracht hat und ob ich vor allem viel motivierter durch mein Leben laufen werde, dann like dieses Video, folg mir, aktiviere die Glocke und sollten genug von euch unbedingt einen zweiten Teil sehen wollen, wo ich einfach alles mal kurz reflektiere und erzähle, wie sich dieser Prozess nach der Hypnose entwickelt hat, das heißt in den nächsten Tagen und Wochen, dann werde ich gerne einen zweiten Teil dieses Videos aufnehmen und auf YouTube veröffentlichen. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Ich hoffe, du hattest Spaß und schaltest nächstes Mal auch wieder ein. In diesem Sinne, hau rein!